Let the Label, ABU, Proving Grounds in der Panke, Day 2. Wir hatten ein geiles Battle zwischen der Sergeant und Diamond. So, man kennt euch eigentlich beide. Das ist eigentlich gar kein Newcomer-Match, aber zum ersten Mal bei Diltily. Also mal ganz kurz obligatorische Frage. Wie war der erste Eindruck? Ich fange mal bei den Gewinner an. Sehr gut, tatsächlich. War ein sehr, sehr geiles Two-Days-Event bis jetzt. Auf jeden Fall fresh Newcomer, auch gestandene Leute, die man von FOB so ein bisschen kennt. Rundum war es sehr, sehr geil. Ne? Hat man sich ein bisschen gewünscht, dass noch ein paar Leute mehr kommen, aber ansonsten war es sehr nice, auf jeden Fall. Und bei dir? Die Atmosphäre war sehr, sehr cool. Hat mich dann rausgebracht, ich habe gechoked und deswegen konnte ich das leider nicht so ganz in meinen Runden genießen. Worüber ich auch traurig bin. Aber es war eine coole Erfahrung, nochmal im Kreis zu stehen, auch wenn es jetzt beim zweiten Mal auch nicht so gut funktioniert hat, aber es hat Spaß gemacht und ich denke, das ist das, worauf es am Ende ankommt, dass alle irgendwo Spaß hatten und den hatte ich trotzdem. Du sagst, die Atmosphäre hat dich rausgebracht oder was war es, was dich dann rausgebracht hat am Ende? Ich denke schon, es liegt am Kreis, wirklich. Ich hatte es davor richtig, richtig gut drauf, viel geübt, oft durchgegangen und dann hat es einfach nicht funktioniert. Ich glaube echt, das war gegen Natalie auch so, da stand ich auch im Kreis und irgendwie habe ich da auch gechoked. Und gegen Walik, komischerweise, war es ja kein Kreis, es waren viel mehr Leute, es waren ja, ne, es waren richtig viele Leute. Aber da habe ich keinen einzigen Choke hingelegt, ich glaube echt, vielleicht liegt es am Kreis, hat mich das verunsichert, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, das darf man nicht unterschätzen. Das ist halt was anderes, als von der Bühne stehen oder ein Publikum in einer Richtung zu haben. Man hat die Leute um sich rum. Selbst wenn es nur ein Drittel der Leute sind, ist es trotzdem ein anderes Ding. Ne? Wenn man komplett um sich drehen muss, ist Augenhöhe, ist es viel intimer. Und deswegen kann's auch, kann man auch nervöser sein bei so einem Battle. Sergeant, wir kennen uns jetzt seit einer Weile. Ich kann mich genau erinnern an dem ersten Mal, als ich kennengelernt habe. Das war nämlich hier in der Panke auch draußen. Da bist du auf mich zugekommen. Ich kannte dich noch nicht. Du hast dich nett begrüßt und so und hast gesagt, ey, ich würde gerne irgendwie Teil der Sache sein. Und meintest, du kann ich irgendwie helfen. Ich hatte gar keine Ahnung, dass du rappst zu dem Zeitpunkt. Du hast es auch gar nicht erwähnt. Dann plötzlich hast du ein Battle gehabt gegen Goyne. Also so ein Instagram-Battle quasi. Und dann hat man dich regelmäßig bei FOB gesehen. Und heute hast du sehr stabil abgerissen. Deswegen meine Interesse wäre, wie lange rappst du schon? Also es kann ja nicht sein, dass du jetzt erst, seitdem wir uns kennengelernt haben, sagst, oh, ich würde da auch gerne mal mitmachen, oder? Ja, tatsächlich, es ist so. Bin hier nach Corona zum Summer Vibes Event von Diltily damals zu dir gekommen. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, Anfang 21. Ja, in Corona, genau. Ja, genau. Und hatte noch gar nichts gerappt, nichts, gar nichts, auch musiktechnisch nicht. Und habe als Fan dann sozusagen hier mich davon inspirieren lassen und habe halt dann einfach angefangen, auch ein bisschen mit Freestyle Texte zu schreiben, dies, das. Und ja, dann kam das mit Goyne. Und er fing halt an, ja, komm, mach weiter, du hast Potenzial. Er hat mich dazu auch so ein bisschen gebracht. Grüße gehen auch nochmal raus an den Homie. Und hat gesagt, ich soll dranbleiben. Und ich bin sehr diszipliniert halt auch, aufgrund auch meines Berufs logischerweise, dass ich da dranbleibe, wenn ich mir so ein Ziel gesetzt habe. Ich will abreisen, ich will was erreichen. Ja, und dann kamen halt die Newcomer-Battles bei FOB. Da habe ich direkt ein Main-Match gekriegt gegen MFL. War auch geil, habe ich gewonnen. Und danach noch zwei Matches auch über FOB, um mir so ein bisschen auch Sicherheit zu holen. Und mein Ziel war es aber auch, das hatte ich dir ja auch damals schon gesagt, auf jeden Fall mich bei Proving Grounds mal zu versuchen und auch den nächsten Step zu machen. Und ich denke, das ist mir heute ganz gut gelungen. Auf jeden Fall, ich kann da nur Props geben. So, das klang auf jeden Fall nicht so wie jemand, der vor zwei Jahren erst Rap entdeckt hat. Also gar nicht. Also Props dafür auf jeden Fall. Diamond, du hattest, das haben auch alle Judges gesagt, geile Ansätze und geile Sachen. Hättest du diese Unsicherheit nicht gehabt, da kam natürlich auch der Choke. Was war so für dich so, also hat es an der Vorbereitung auch gelegen? Du hast jetzt gerade gesagt, der Kreis hat dich so ein bisschen aufgenommen, aber was sind so Sachen, die du hättest machen können, damit das nicht passiert wäre? Gute Frage. Also ich habe mich krass drauf vorbereitet sogar, anders als beim Natalie Battle. Also hier habe ich mich wirklich drauf vorbereitet, weil ich wusste, es steht was auf dem Spiel. Ich habe was zu verlieren und was wieder gut zu machen und wollte es auch unbedingt und habe auch geübt, geübt, geübt. Aber irgendwie in dem Moment, wo es drauf ankam, war es dann einfach, war ich ganz klein auf einmal. Ne? Und eigentlich lief mein ganzes Leben bisher anders, vor allem die Schulzeit. Wenn es drauf ankam, war ich da. Aber hier hat es anscheinend halt einfach nicht funktioniert, leider. Okay, das heißt, es liegt jetzt nicht mehr an irgendwelchen bestimmten Sachen, du hättest dich nicht mehr vorbereiten können, es war wirklich nur der Moment, der dich dann irgendwie aufgefressen hat. Richtig, es war 1-1 so, ja. Aber hat es dich jetzt dann abgeschreckt für weitere Battles oder hast du trotzdem Blut geleckt und würdest gerne weitermachen im Kreis? Also wie ist denn deine Einstellung jetzt nach dem Choke? Also ich liebe Diltily, ich liebe Battle Rap. Aber ich überlege halt, also ich sag
nicht, dass ich kein Battle mehr mache, aber A Cappella vielleicht erstmal nicht mehr. Vielleicht konzentriere ich mich auf die Freestyles. Ich mach ja auch Beats, vor allem für Top The Takeover läuft sehr, sehr viel. Und vielleicht auch dann für FOB und Diltily in Zukunft. Ich mache einfach Beats, Freestyle, nehme mit, was geht. Aber A Cappella wohl eher nicht mehr, erstmal. Erstmal. Gut, ich meine, das ist auch nicht zu viel verlangt, also beziehungsweise das kann man schon trotzdem stolz drauf sein, wenn du ein Allrounder bist, Beats machst, Freestylen kannst. Ja, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du mal in einem A Cappella-Battle jokes, würde ich sagen. Hab was vergessen, On-Beats wären vielleicht nochmal so ein Ding, weil ich mich da, glaube ich, nochmal deutlich eher sehe als in einem A Cappella. Ja. Sergeant, ich spring noch mal ganz kurz auf dein Zitat zurück vorhin. Du meintest, wegen meinem Beruf bin ich so fleißig. Ich weiß es ja, aber erzähl mal den Leuten da draußen, was meinst du denn damit genau? Ich bin halt Soldat, ne? Wie der Name schon sagt, wie er das auch schon im Battle angekündigt hat, halt Personalberater halt beim Bund und so. Und ich habe halt sehr viel auch mit jungen Leuten zu tun. Und ich sehe halt auch noch die Generation, weil ich jetzt auch schon ein bisschen älter bin. Ich werde 38 und man sieht halt die Generation, die jetzt nachkommen und so. Dies, das, man kann das halt sehr gut verfleischen. Und ich bin in meinem Job da immer sehr diszipliniert halt und kann das halt auch auf meine Hobbys und auch auf mein Privatleben halt so ein bisschen überziehen. Und deswegen, ja, für mich ist halt immer todesvorbereitet zu sein, nicht zu choken. Das habe ich jetzt das vierte Mal geschafft, durchzuziehen. Und ja, für mich ist es halt ein Privileg zu battlen so halt, ne? Wie du das schon angesprochen hast. Ich habe damit angefangen und man kann da nicht 0815 hingehen. Und meine klare Einstellung ist halt, man muss todesvorbereitet 1000% einfach abliefern und da sein. Das ist ein Privileg hier zu battlen, egal ob man einen Slot bekommt oder nicht. Und das ist halt meine Einstellung dazu, ne? Also ich fahre nicht zu einem Battle, um irgendwie so irgendwas hinzuscheißen, sondern ich fahre dahin, wenn ich mich 100% vorbereitet habe. So. Und ich denke, das habe ich auch heute gezeigt. Und so ist auch meine Einstellung für die zukünftigen Battles. Yes. Was war so der erste Eindruck, als du wusstest, du gegen Sergeant battlen solltest? Hattest du da schon ein bisschen Ahnung, wer er ist? Kamen dir direkt Ideen zu Kopf? War es komplett unbeschriebenes Blatt für dich? Was waren so deine ersten Gedanken? Ich kannte seine Battles bei FOB und dachte mir zuerst, okay, interessant, das ist halt ein Charakter, ne? Von dem wir auf jeden Fall immer welche gebrauchen könnten. Ne? Sergeant ist ein krasser Charakter. Und dachte mir dann halt, okay, da gibt's einiges bestimmt, was man verwerten kann. Ich fand seine Battles bei FOB gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. Und dachte mir, okay, ich bin jetzt quasi in der Underdog-Rolle. Seine Leistung fand ich bisher nicht so gut. Er ist ein einzigartiger Charakter, mit dem man was anfangen kann. Das sind alles so Dinge, die man gut verwerten kann. Und deswegen dachte ich mir, geil, ich hab Bock auf das Battle und hatte es bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann reingeschissen habe auch. Wenn du sagst, dein Charakter ist sozusagen, was meinst du damit genau? Also was macht ihn so einzigartig so in dieser Battle-Rap-Kosmos? Also allein schon der Name, der Sergeant, das Auftreten, ne, das passt alles zusammen, das ist alles stimmig. Also im Gegensatz zu mir verkörpert er halt etwas ein, was ganz Bestimmtes und zieht das auch, also das sieht man auch in seinem Battle, zieht eine klare Linie durch. Der Sergeant-Soldat, der Name passt einfach zu ihm, zu seiner Delivery, zu seinem Auftreten. Und das ist einfach der Name, das Aussehen, die Attitude ist einfach ein Merkmal, so ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen mega fresh. Ja. Das wäre eine geile Runde für ein Compliments-Battle gewesen. gleiche Frage an dich. Was war so dein erster Eindruck, als du von Diamond gehört hast, dass es dein Gegner wird? Ja, also man muss ja sagen, so ehrlich können wir ja auch sein, er hat es ja auch in seinem Battle so ein bisschen angesprochen, es war halt für mich irgendwo natürlich ein Filetstück, was ich bekommen hat aufgrund seines letzten Battles gegen Natalie. Der Bruder hat auch sehr viel Hate deswegen abbekommen, auch nochmal an meine Stelle so, ne, das ist Battle-Rap, Leute, ihr wisst Bescheid, aber es gibt auch dann auch irgendwo Grenzen und ich glaube, man sollte halt auch bei einem jungen Menschen dann irgendwann mal aufhören, immer nur drauf zu hauen. Für mich persönlich, sage ich ehrlich, als du mir ihn als erstes angeboten hast, habe ich auch direkt zugesagt, weil ich genau gewusst habe, das ist halt alleine durch diesen Pfirsichengel, der sich da aus dem Natalie-Battle so herauskristallisiert hat, schon einfach da auf jeden Fall da Runden zu bringen, auch Angles zu bringen, dann ist er genau die Hälfte jünger als ich, so kann man halt auch dieses Vater-Sohn-Ding so ein bisschen bringen. Mir sind halt extrem viele Sachen sofort bei ihm eingefallen, von dem Pfirsich-Engel mal abgesehen, wo ich halt sofort gesagt habe, ja, sag ich zu, so, das wird was so, ne. Für die Leute, die das Battle nicht gesehen haben, ich hab's zum Glück gesehen, ich weiß also, wovon er redet, zwar dieser Pfirsich-Gimmick, erklär mal ganz kurz den Leuten, was so der Plan war und wie das aufgegangen ist, die jetzt gar keinen Plan haben, wovon wir gerade reden. Ich hatte einfach ein schlechtes Gimmick dabei. Ich habe einfach ein Pfirsich genommen und habe dann halt so gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie, ich habe diesen Pfirsich genommen und wollte so tun,
Und hab gesagt, du hast so einen geilen Pfirsich und pack diesen Pfirsich so dahinter und hol den dann hervor, als ob das so voll der Moment ist so und du hast voll den geilen Pfirsich. Ach nee, ich hab diesen gemeint und es war einfach. Aber warum ich das frage, ist, weil ja auch sogar heute ein paar Leute in der Jury gesagt haben, diese Gimmicks ist immer so ein Risiko, ne? Auch bei Dolly Battle. Heute war das Gimmick jetzt nicht so ausschlaggebend wie dieser Pfirsich, aber es gab auch einen kleinen Gimmick heute, ne? Ja, was war so dein Gedanke dahinter? Also, gibt es ein paar Gimmicks, die du in Battles gesehen hast, wo du sagst, oh, das war richtig geil und das, deswegen will ich das auch machen? Oder wie kamst du auf die Idee, jetzt zum zweiten Mal so einen ziemlich deutlichen Gimmick rauszuziehen? Ich weiß nicht, ich dachte, diesmal kommt halt cooler. Also ich habe jetzt da irgendwie keine Vorbilder oder so, was die Gimmicks angeht. Ich fand Gimmicks schon immer in Battles cool, weißt du, was Besonderes ist. Viele sagen, ja, ist ausgelutscht, weil hier und da immer zu viele Gimmicks. Er hat ja auch ein Gimmick gebracht mit den Taschentüchern. Stimmt, ja. Aber ich dachte mir halt, ein Gimmick ist halt sowas, was so ein Battle so nochmal so eine extra Nuance gibt und dachte mir halt, ich komme mit was Coolem, aber scheinbar sind es die Gimmicks nicht bei mir. Ich glaube generell, Gimmicks ist ein riskantes Spiel, würde ich einfach nochmal sagen. Kann richtig geil kommen, aber 90% der Zeit ist ein Risiko. So. Du hast gesagt, du fandest ihn in seinen letzten Battles nicht so stark. Würdest du sagen, es war sein stärkstes Battle heute? 100%. Also wirklich, es war krass. Also muss ich dir auch so, ne, von Auge zu Auge wirklich, es war echt gut. Ich stand da und dachte mir, scheiße, einer nach dem anderen. Ne? Also meiner Meinung nach deine beste Leistung bisher. Und wenn das auf dem Level so weitergeht, dann sehe ich da was. Ich bin mal so frech oder beziehungsweise würde dir zugutekommen, dass du hast auf jeden Fall schon mal bessere Leistungen gehabt. Also, ja, trotzdem war das ein stabil von dir und ich würde dich trotzdem gerne mal wiedersehen im Kreis, weil man hat sehr viel Potenzial gesehen auch, also von den Angles und Kreativität und da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ich wünsche mir, dass du weitermachst. Ich würde dich fragen, würdest du es auch so sehen? War das für dich auch dein bestes Battle heute? Ja, safe auf jeden Fall. Nicht ganz pflichtig ihm seiner Meinung bei. Von den ersten beiden Matches war ich eigentlich zufrieden. Bei dem zweiten Match habe ich halt einen falschen Angle gewählt mit der Körpergröße. Das hat er halt auch super verpackt in diesem Battle von uns. Und es war aber definitiv mein bestes Battle. Ich habe halt bei dem letzten nur 4 Wochen Zeit gehabt gegen Musio. Und da hat das einfach nicht mit der Zeit hingehauen, gute Punchlines zu schreiben. Und ich ziehe immer durch, ich choke nicht, ich gebe immer 100%. Aber da waren halt einfach die Highlights und die Punches nicht da, die halt heute voll reingehauen haben, weil ich auch einfach mehr Zeit hatte und mich voll gut auf ihn vorbereiten konnte. Und ich lasse mir jetzt immer so ein Vierteljahr mindestens Zeit, um dann mich auch ordentlich auf einen Gegner vorzubereiten, dementsprechend dann auch eine gute Leistung zu bringen, genau. Ja, schön. Bevor es jetzt weitergeht mit dem Main-Match und das letzte Match von dem Wochenende, eine Frage an euch beide, was sicherlich viele interessiert ist. Wie schaut es für euch aus in Zukunft? Ich fange bei dir an, Diamond. Wie schaut das nächste Jahr bei dir aus? Und generell, wie siehst du deine Battle-Rap-Karriere in Zukunft? Was sind deine Ambitionen und so weiter? Ich lasse es erstmal noch offen. Ich schaue, dass ich mich auf andere Dinge als A Cappella fokussiere. Freestyles, Beats und On-Beats. Ich glaube, ich sehe mich auch mehr so in diesem musikalischen Aspekt von Hip-Hop. Und A Cappella ist für mich vielleicht auch nicht das Richtige, ich weiß es nicht. Bis jetzt, also 2 von 3 Battles sind mir zu viele, wo es einfach scheiße war. So, wäre es jetzt ein Ausrutscher, dann okay, aber so denke ich, sollte ich mich erstmal auf andere Dinge fokussieren, vor allem auf die Beats, auf die Freestyles und auf die On-Beats und dann, da will ich auf jeden Fall krass was reißen. Da habe ich auf jeden Fall was vor, A Cappellas schiebe ich erstmal noch auf und vielleicht, wenn ich an mir, meiner Delivery und an meinem Auftreten, meiner Sicherheit gearbeitet habe, dann ist es bestimmt nochmal ein Thema, weil den Stift habe ich und der wird auch weiter gespitzt, wird auch weiter geschrieben, bloß, dass es dann mal zu einem neuen Battle A Cappella kommt, da lasse ich nochmal Luft zum Atmen. Ey, wir freuen uns auf jeden Fall auch über Beats. Es geht auch an alle anderen Produzenten da draußen. Wir brauchen immer wieder Beats für On-Beat-Battles, für Trailer, für alles Mögliche. Schick die gerne rum. Die gleiche Frage an dich. Wie sieht dein Jahr aus nächstes Jahr? Was sind deine Ambitionen für Battle Rap? Also, ich habe für nächstes Jahr schon 2 Battles gefixt. Am 16.03. kommt zu den Kollegen von Future of Battle Rap gegen Ezra und am 20.04. battle ich gegen Fievel in der Gängecypher in Hamburg. Und danach würde ich gern so gegen Sommer, Ende Sommer und im Winter noch eins machen, sodass ich auf 4 Matches komme. Das war jetzt mein erstes A Cappella-Jahr, war mein 4. Match dieses Jahr. Nächstes Jahr auch so 4, immer so quartalsweise ein bisschen. Das ist so der Plan. 2 sind gefixt, aber wie gesagt, es kommen gern noch 1, 2 hinzu. Yes. Ihr habt's gehört, bleibt up to date. Es gibt noch weitere Sachen, Beats oder vielleicht auch On-Beat-Battles oder vielleicht sogar ein A Cappella. Also ich würde es nicht ganz abschreiben, nur weil es heute einen Joke gab, es kann passieren.
Und natürlich hoffentlich 4 Battles nächstes Jahr von der Sergeant. Es war ein sehr, sehr cooles Match. Wir sind raus und ihr könnt natürlich wie immer in den Kommentaren schreiben, wen ihr besser fandet. Bleibt respektvoll. Wir sehen uns nächstes Mal. Peace.